Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, hast du dir schon mal vorgestellt, wie das sein wird, wenn du von dieser Welt in die Ewigkeit gehen wirst, wenn du vor Gott stehen wirst? Wie wird es sein? Verspürst du Angst oder hast du Zuversicht? Jesus sagt folgendes in Johannes 5, Vers 24. Amen, Amen, ich sage euch. Und wenn Jesus sagt Amen, Amen, das heißt, jetzt sage ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Hört gut zu. Und er sagt dann auch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Er kommt nicht ins Gericht. Du hast nichts zu befürchten, wenn du dem Wort, das Jesus dir sagt und das er vom Vater sagt, wenn du diesem Wort glaubst und wenn du dem Vater glaubst. Und Glauben heißt hier, wenn du dieses Wort annimmst, es dir zu eigen machst und wenn du vertraust und wenn du den Willen Gottes, den du erkannt hast, in Tat, konkret und praktisch umsetzt. Und wie oft habe ich es selbst erlebt und du mit Sicherheit auch. Wenn du den Willen Gottes erkannt hast und das getan hast, was er dir aufgetragen hat, dann war Freude in deinem Herzen. Möge der Herr uns dazu segnen, uns tiefe Freude ins Herz schenken und alle Angst von uns wegnehmen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.